Anfangs wollte ich fast verzagen. Und ich glaubt, ich trüg es nie. Und ich habe es doch getragen. Aber fragt mich nur nicht, wie. Das Herz im Leibe ist zerrissen, zerrissen und zerschnitten und zerstochen. Dann bleibt uns doch das schöne, gelle Lachen. Wir bleiben also Herz und Gehirn. Weder Augen, noch Arme, noch Beine, noch die Zunge. Ich werde ein Toter sein. Aber ein denkender, fühlender, leidender Toter. Es ist die Hölle bei lebendigem Leibe. Warum muss der Gerechte leiden? Wenn es einen Gott gibt, wie ihr Theisten ihn annehmt, gut, gerecht, allmächtig, warum lässt er das Übel zu? In meiner Seele klangen die Verse: O schöne Welt, du bist abscheulich, seltsam nach. Anhaltendes Vorlesen ermüdet einen Kranken. Und so bat er mich manchmal um eine Pause. Dann lag wohl Heine mit halbgeschlossenen Augen da, streckte einen Arm aus und bat mich, meine Hand in die seinige zu legen, die er nun so fest umschloss, als ob es in meiner Macht stände, ihn den Tod zu entreißen. Dich fesselt. Und was ich dachte, was ich sann, das musst du denken, musst du sinnen. Kannst meinem Geiste nicht entrinnen. Stets weht dich an sein wilder Hauch. Und wo du bist, da ist er auch. Du bist sogar im Bett nicht sicher vor seinem Kusse und Gekicher. Heine war nicht eifersüchtig und er hatte gewiss auch keine Ursache, es zu sein. Aber er sah Mathilde doch nicht ohne Sorge allein in diesem Babel Paris. Er entlud sich diesen Ängsten in Gedichten und kurzen Ausbrüchen. Was kann ich tun? Ich muss jetzt alles dem Schicksal und dem lieben Gott überlassen. Wie kann ich, kranker Mann, jetzt noch mit einer halben Million Männer konkurrieren?